Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ich darf Sie zu einer ganz besonderen Veranstaltung heute begrüßen, hier in der Hessischen Landesvertretung in Berlin. Aber nicht nur diejenigen, die heute die Gelegenheit haben, selbst an der Veranstaltung teilzunehmen, sondern auch diejenigen, die über dem Stream heute dieser Veranstaltung folgen. Und mit Sicherheit eine ausgesprochen interessante Veranstaltung. Wir sind besonders stolz auf das Projekt Teilchenbeschleuniger, so einfach will ich das formulieren, in Darmstadt, einer Stadt in Hessen, mit einem Projekt, das unglaublich groß, für uns unglaublich faszinierend ist, mit Sicherheit für Sie, für die Zuschauerinnen, für die Zuschauer, aber auch für die Wissenschaftlerinnen und für die Wissenschaftler. Einige von Ihnen wissen, dass die Forschung mit Teilchenbeschleunigern in Darmstadt schon etwas älter ist. Wenn ich sage, schon etwas älter ist, dann wird dort über die Gesellschaft GSI schon geforscht seit den 70er Jahren. Aber jetzt wurde es noch wesentlich größer. Inzwischen wird ein Projekt gebaut, ein Teilchenbeschleuniger, den es in dieser Welt einzigartig gibt. Von außen betrachtet ein großer Betonklotz mitten im Wald. Von innen betrachtet etwas, was nur Wissenschaftler verstehen können und bei der Herausforderung ist, Menschen zu erklären, was dort geschieht. Auf einen Kilometer wird fast in Lichtgeschwindigkeit werden Teilchen beschleunigt und damit in einfachen Worten von mir beschrieben, soll das Universum erforscht werden. Unglaublich faszinierend für alle miteinander und vor allen Dingen mit Aufschlüssen und Einblicken, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Ich freue mich, dass wir diese besondere Veranstaltung heute durchführen können, bei uns Ihnen ein Projekt vorstellen können, das ausgesprochen groß ist. Und wenn ich das jetzt mit finanziellen Beträgen beschreiben wollte, wäre das zu profan, es wäre zu einfach, sondern es steckt viel mehr dahinter. Es ist ein Projekt für die Zukunft, für alle von uns. Und insofern freue ich mich, dass wir heute hier diejenigen haben, die besonders viel über diesen Teilchenbeschleuniger sagen können. Und deshalb möchte ich auch diesbezüglich gar nicht so viel vorwegnehmen. Ein für viele abstraktes Projekt, mit Inhalt gefüllt, gut erklärt und Ihnen dargestellt, was dort entsprechend geschieht. Insofern freue ich mich, dass wir heute hier den wissenschaftlichen Geschäftsführer von FAIR, Professor Dr. Paolo Ciobellino hier haben, den technischen Geschäftsführer Jörg Blaurock, der verantwortlich ist, wie gesagt, für den technischen Bereich und für die Mitarbeiterin, die für den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit von FAIR zuständig ist, Frau Dr. Katrin Göbel, die auch bei einer anderen Gelegenheit, auch schon bei einer sehr interessanten Veranstaltung hier in der Hessischen Landesvertretung gewesen ist. Die Idee für diese Veranstaltung Wissensland Hessen und die Vorbereitung für diese Veranstaltung hat Jochen Hieber gehabt und durchgeführt. Er hat uns schon durch ganz viele sehr, sehr interessante Veranstaltungen sehr gut geleitet, geführt und hat sie moderiert. Insofern freut mich auch, dass Jochen Hieber, ein Kulturkritiker, ein Literaturkritiker, der sich mit vielen schwierigen Themen beschäftigt und auseinandersetzt, uns hier heute die Möglichkeit gibt, mit diesem Podium hier einem Thema näher zu kommen. Insofern herzlichen Dank, Jochen Hieber, für das Vorbereiten und für dieses ausgesprochen starke Engagement. Und Ihnen allen miteinander wünsche ich einen interessanten und aufschlussreichen Abend. Herzlichen Dank, schön, dass Sie da sind, entweder hier vor Ort oder auch am Bildschirm. Besten Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin, für die Begrüßung und ein herzliches Willkommen an Sie, verehrte Damen und Herren, sowohl hier im großen Saal der Hessischen Landesvertretung als auch an den Bildschirmen zu Hause. Für die kommenden 90 Minuten haben wir uns ein ebenso strammes wie hoffentlich spannendes Programm vorgenommen. Wir wollen Ihnen einen ersten, aber nicht untiefen Einblick geben in eines der, die Ministerin hat es gesagt, faszinierendsten wissenschaftlichen Großprojekte unserer Zeit und unseres Landes. Unseres Landes, der Bundesrepublik, unseres Landes, natürlich das Bundesland Hessen. Ein Großprojekt überdies der internationalen Kooperation und von weltweiter Bedeutung. Die Rede ist von der enormen Beschleunigeranlage vor den Toren von Darmstadt.
an der seit einigen Jahren schon gebaut wird und deren Gesamtkosten gegenwärtig auf gut 3 Milliarden Euro kalkuliert werden. Der Träger der Anlage ist das GSI Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung. Die Anlage selbst hört auf den Namen FAIR, was ausnahmsweise weder was mit Fußball im Besonderen oder Sport im Allgemeinen zu tun hat, sondern die Abkürzung ist für Facility of Antiproton and Ion Research. FAIR ist im Moment noch zweierlei. Einerseits noch eine gewaltige Baustelle, andererseits bereits eine Forschungsheimat für fast 2000 Beschäftigte. FAIR befindet sich aber auch noch etwas im Windschatten der öffentlichen Aufmerksamkeit. Das hat sicher mit dem seit 2 Jahren alles überschattenden Corona-Thema zu tun. Es hat auch natürlich mit der Klimaforschung zu tun, die im Zentrum des öffentlichen Interesses ist. Die regionalen Medien um Darmstadt herum, Frankfurt und so, berichten sehr häufig über den Fortgang der Arbeiten. Die nationalen Medien, Zeitungen, Radio und Fernsehen haben bisher noch vergleichsweise wenig Notiz von dieser enormen Institution genommen. Mit leichter Übertreibung darf man sagen, Sie, meine Damen und Herren, hier im Saal und zu Hause an den Bildschirmen, werden nun Zeugen eines ersten emphatischen öffentlichen Auftritts von FAIR vor einem breiteren, nicht nur spezifisch wissenschaftlichen Publikum. Insofern ist es heute Abend auch eine Premiere, an der Sie teilhaben. Das Zentrale dieser Premiere sind natürlich die Gäste des Abends. Ich möchte sie Ihnen vorstellen und jeweils mit einer, maximal 2 Fragen auch ein bisschen was Persönliches über unsere Gäste erfahren. Außen von Ihnen aus gesehen links Dr. Katrin Göbel, zu der ich insofern ein besonderes Verhältnis habe, als sie damals vor 5 Jahren die allererste Wissenschaftlerin war, die hier einen Vortrag hielt. Er hieß Am Puls des Universums in dieser neuen Reihe Wissensland Hessen. So etwas, Frau Göbel, verbindet. Und ich möchte gerne, Frau Göbel ist Astrophysikerin aus Frankfurt und im Übrigen Aktivistin in Frankfurt des Physikalischen Vereins, der es sich zur Aufgabe, sehr erfolgreich zur Aufgabe macht, Wissenschaft allgemein verständlich an ein Publikum zu bringen. Frau Göbel, schön, dass Sie wieder da sind. Vor 5 Jahren haben Sie hier die Reihe Wissensland Hessen eröffnet. Was ist beruflich mit Ihnen in den vergangenen 5 Jahren passiert? Und was machen Sie heute und was machen Sie bei FAIR? Ich habe ganz viel geforscht. Also ich habe 2015 promoviert, eigentlich kurz bevor wir uns dann kennengelernt haben, und dann geforscht. Ich war zum Beispiel aktiv am CERN, bei ENTOF, ein kleineres Experiment am CERN, und da auch Sprecherin von einem Experiment. Und dann hat es mich wieder so mit dem Fokus zurückgeholt, auch schon nach Darmstadt, an das Experiment R3b, wo ich sehr intensiv mit den KollegInnen da vor Ort und auch international gearbeitet habe, um ein Experiment umzusetzen, wo es eigentlich um die allerwichtigste Reaktion im Universum geht. Das war sehr intensiv. Das war alles von der Antragstellung, von überzeugen, dass wir das Experiment machen können, bis aufbauen. Und ja. Und bei FAIR sind Sie jetzt seit wann und was tun Sie dort? Ich bin jetzt seit September bei FAIR und bin, Achtung, offiziell Educational Scientific Outreach Officer. Übersetzen. Ich möchte die Wissenschaft, die an FAIR passiert, an alle Menschen bringen, von, sagen wir mal, 1 Jahr bis 110.
Die sind auch noch dabei, bis 110, sage ich mal, vielleicht grob, vielleicht 115. Ich möchte das nicht einschränken. An alle soll diese Wissenschaft, die wir machen, wenn wir jetzt so der Titel ja auch das Universum ins Labor bringen, was heißt das denn eigentlich? Und ich möchte das gerne greifbar machen für alle Sie da draußen. Sie haben einen, also ich habe das nicht, aber Sie haben einen Twitter-Account, habe ich gesehen, als ich mich ein bisschen vorbereitete. Und Ihr Hashtag lautet 5-Term-Guckerin. Warum heißt der nicht 5-Stern-Guckerin? War es vergeben? Ja. Also. Ja, ich bin ausgewichen, auch das S durch eine 5 zu ersetzen. Also es gibt außer Ihnen noch mehr Sterngucker offensichtlich. Es gibt ganz viele Sterngucker auf dieser Welt, genau. Aber wenn Sie eine nun ausgewiesene Astrophysikerin so einen schönen, juvenilen, kindlichen Ausdruck wie Sternguckerin benutzen, um Ihren Twitter-Account bekannt zu machen, darf man doch neben all dem, was Sie wissenschaftlich durchdringen, noch annehmen, dass Sie zu dem, was da oben über uns ist, auch noch ein romantisches Verhältnis haben. Also da, man muss sich eine Astrophysikerin tatsächlich auch vorstellen, nicht nur in der Sternwarte, sondern zu Hause auf dem Balkon und guckt in die Sterne. Oder ist das zu romantisch? Nein, das ist absolut richtig. Also diese Romantik haben wir nicht im Labor, das gebe ich zu. Man ist ja in einer Betonhölle gefangen, da ist nichts mit Sternenhimmel. Aber ja, genau das. Ich gucke mir astronomische Ereignisse an, Mondfinsternisse, andere Finsternisse. Ich gucke, wenn ich Lust habe, ach, wann geht eigentlich die ISS über den Himmel und beobachte die ein paar Minuten und all das mache ich, ja. Gut, Hashtag 5-Term-Guckerin, ja? Folgen Sie ihr. Es wird ihr schade nicht sein. Neben mir sitzt Jörg Lauruck. Und als ich mich so auf den Abend vorbereitete, als ich dann zu ihm kam und seiner Funktion, er ist technischer Direktor von GSI Fair, da wurde mir gleich so wie beim Lesen jugendlicher Abenteuerromane. Denn Herr Blaurock ist Ingenieur, von der Ausbildung her, aber er ist seit den frühen beruflichen Stadien, die er durchlaufen hat, so etwas wie der Inbegriff von Abenteuer und Gefahr. Er ist nämlich in der ganzen Welt offenbar tätig gewesen, bevor er nach Darmstadt kam, wo er jetzt auch schon 6 oder 7 Jahre als Geschäftsführer für den technischen, also für die Baustelle, sagen wir es ganz einfach, tätig ist. Er hat riesen Baustellen auf der ganzen Welt mitbetreut, verantwortet und Sie erzählen mindestens von einer jetzt. Ja, sehr gerne. Ja, das Thema internationaler Großanlagenbau ist in der Tat ein Abenteuer, eine ganz spannende, große, weite Welt, die sich dort öffnet. Natürlich geprägt von technischer Komplexität. Weltweit werden große Anlagen, petrochemische Anlagen, Kraftwerksanlagen oder andere hochkomplexe technische Anlagen gebaut. Und das ist ein außerordentlich anspruchsvolles und spannendes Feld. Verschiedene Stationen habe ich in meinem Leben machen können. Bevor ich zu GSI Fair gekommen bin, bin ich etwa 20 Jahre weltweit an verschiedenen Standorten tätig gewesen. Unter anderem habe ich eine große Megamethanolanlage auf Trinidad gebaut, bin dort auch selbst 2 Jahre vor Ort gewesen. Eine der größten Anlagen der Welt, Methanol in diesem Falle, damals als Grundstoff wichtig für die Herstellung von Kunststoffen. Und das sind natürlich Anlagen, die haben eine außerordentlich hohe technische Komplexität. Und das von der Planung über die gesamte Beschaffung der Komponenten, die Montage, letztendlich die Inbetriebnahme zu führen, ist hochkomplex. Das sind dann Baustellen. Da arbeiten dann an einem Tag 2.000 bis 3.000 Menschen auf einer Baustelle. Und das muss man natürlich in einer ganz anderen Dimension vorausplanen und organisieren, als man das in kleineren Baustellen, wo einige Personen tätig sind, erlebt. Wo kommt der jugendliche Impuls her, dann im Studium, dann eben objektiviert? Wo kommt der jugendliche Impuls her, ingenieurhaft solche Dinge zu treiben? Wie ist es bei Ihnen gewesen?
Ja, das ist tatsächlich so. Von relativ jungen Jahren an war mir klar, dass ich in den Bereich Technik-Maschinenbau gehen möchte. Ja. Deshalb war das für mich auch keine große Entscheidung, in diese Richtung zu studieren. Und dann hatte ich nach verschiedenen beruflichen Stationen gesagt, wo kann ich einfach mal über den alltäglichen Rahmen hinausgehen. Das hat mich gereizt. Und so bin ich zum internationalen Großanlagenbau gekommen und habe dann mit verschiedenen Unternehmen kennengelernt, was man auf der Welt alles tun kann an verschiedenen Standorten. Und ob das Trinidad ist, ob das Asien ist, Südamerika, Südafrika oder andere Bereiche oder Indien, das sind alles hochspannende Phasen. Und wenn man Spaß dran hat und das technische Rüstzeug mitbringt, dann sind das ganz tolle Abenteuer, wie Sie ja einleitend sagten. Was Herr Blauruck in Darmstadt, was er bei Fair GSI macht, was auf dieser gigantischen, zweimal war ich da und durfte mal so von einem Aussichtsturm so ein bisschen über das ganze Gelände schauen. Es gibt auch im Internet so ein paar Drohnenfilme, wo man über diese Baufortschritte informiert wird. Das wird er nachher in einem Kurzvortrag uns nahebringen. Ich will vorher und als letztes in der biografischen Runde von Ihnen nur wissen, Sie waren und sind jetzt in Darmstadt auch eben verantwortlich. Sie sind der Chef von Hunderten mal Tausenden von Leuten. An Ihnen sozusagen, Sie sind verantwortlich, dass der Laden läuft. Sagen wir mal so. Schlafen Sie gut? Also ich schlafe wunderbar. Das ist eine Sache, erstens macht sie Spaß. Zweitens, das Schöne ist, wenn man ein großes Team von begeisterten Mitarbeitern und Kollegen hat, dann kann man solche Aufgaben auch stemmen und auch realisieren. Und insofern schlafe ich bestens. Gut. Jetzt ganz wach sein, denn jetzt kommt der geistige, der wissenschaftliche Kopf dieses Abends. Das ist in der Mitte Professor Paolo Cibellino, der wissenschaftliche Direktor von Fair GSI ist. Wenn ich vorher sagte, Frau Göbel, die romantische Sterneguckerin, die daraus eine Wissenschaft macht, wenn ich sage, Herr Blauruck, Abenteuer, Gefahr, Riesenbaustellen, und dann schaue ich mir Ihren Lebenslauf an, im Internet sehr bescheiden, da stehen nur so ganz knappe Angaben, was Sie gemacht haben. Und da sage ich, Sie sind in Turin geboren. Und ich sage gleich noch dazu, Professor Cibellino spricht jede Menge Sprachen. Er spricht auch Deutsch. Er wagt es nur noch nicht so richtig. Er unterschätzt sein Deutsch sehr. Er wird nachher seinen Kurzvortrag auf Englisch halten, aber wir sprechen Deutsch und er antwortet manchmal Englisch und Frau Göbel und ich übersetzen, was nötig ist. Aber bei der Lingua Franca Englisch im Wissenschaftsbetrieb dürfte das hier kein Problem sein. Wenn ich mir Ihre wissenschaftliche Biografie anschaue, ist es eine sehr geradlinige Biografie. Sie wachsen in Turin auf. Sie beginnen ein Physikstudium in Turin, in ihrer Heimatstadt. Sie progredieren, sie gehen in die Vereinigten Staaten, sie schließen das Studium ab, sie machen die berufliche Karriere, sie gehen in die Schweiz zu CERN, sie sind jetzt Direktor in Darmstadt. Das heißt, es ist eine Linie, die immer nach oben geht, ohne Unterbrechungen, ohne Krisen. Warum sind Sie Physiker geworden? Warum? Damit Sie ohne Krisen Ihren Weg machen können? First of all, I'm very lucky. So things have been happening in some sense easily. Sorry for the English, but you certainly understand better my English than my German. For me, physics is nothing magic. I have colleagues that say I could not live without physics. I could very well live without physics. What I love is what we do every day. What I wake up in the morning and say, well, the things I will be doing are
creative. This is somehow the essence of what research is in any field. I think that if I would be doing archaeology or linguistics or botanics, I would be exactly as happy as I am now. The essence of what makes me happy is the fact of putting your feet where no one has put them before, in knowledge, in discovering something, in creating something. We are fully fulfilled as humans, in my opinion, when we create. That is the act that somehow fulfills our being human rather than... I actually came to physics by chance. I had classical studies. My best subjects were Latin and Greek, and my passion was for philosophy, and I wanted to study philosophy. Then I spent a whole summer reading Wittgenstein and coming to the conclusion that if you want to be in modern days a real philosopher, you should study mathematics. Yeah. So then I enrolled in mathematics, and it was so boring. It was so terrible. The people, because in the end, what makes us productive, what makes the environment, is the people. Mm. And people there were people that, you know, wanted to go teach in high school and did not have any. And I had friends in the first year of physics, and they were so enthusiastic. They wanted to discover the next theory of everything, and they had. It was so much fun what they were doing. So I said, okay, maybe I go and still do epistemology, philosophy of science in physics, and ended up with screwdriver and tape and doing experimental physics, which I still find very rewarding. I mean, day by day, what the moments in my current job which I find the most interesting is when I go visit them at the experiments and I see what they're actually doing. Yeah. That's what. Da darf ich noch mal nachfragen. In Ihrer Funktion als wissenschaftlicher Direktor dieser gigantischen Beschleunigeranlage, wie ist Ihr Verhältnis zwischen Wissenschaftsorganisation, also organisieren der Forscher, die bei Ihnen arbeiten, und Ihre eigenen Forschung? Oder ist Ihre eigene Forschung, Sie haben eine, also habe ich nachgelesen, Sie haben etwa 350 Veröffentlichungen im Lauf der Jahrzehnte. Kommen Sie da überhaupt noch dazu? Oder wie ist das Verhältnis zwischen Forschung und Organisation? I think that now my job is to try to understand what they are doing and help them do it, create the conditions for them to do it. It's not to try to compete and do my own thing. I mean, it's to make it possible when I see that there is something which is promising, that is a visionary, that can have a... So, my being a scientist goes into the effort of trying to understand what they are doing, which is not easy because they're doing complicated things. And as you will see later, FAIR has a very broad physics program, research program. So some things I knew from before, a lot have to learn every day. And trying to understand what is promising, what is deserves that we make a special effort to make it possible. And that is what we do. My own research is very, very little. So, meine Damen und Herren, unsere Gäste sind Ihnen jetzt etwas näher gekommen. Und den Ablauf des Abends betreffend kann ich nur Folgendes sagen. Wir werden 3 Kurzvorträge, so um die 10, 15 Minuten haben, beginnend eben mit Professor Cibellino, dann mit Frau Göbel, die quasi ein Zusatz- oder Co-Referat zu Professor Cibellino, also eher den wissenschaftlichen Teil, beleuchten wird.
Und als Dritter ist dann Herr Blauruck, der uns etwas über die ganze Infrastruktur, die dort entsteht, erzählen wird. Zwischen den dreien gibt es hier im Saal die Möglichkeit für wirklich kurze, aber reine Verständnisfragen. Bitte keine Grundsatzfragen, die machen wir am Schluss, wenn alle drei Vorträge beendet sind, machen wir hier nochmal ein Panel, in dem wir auch wissenschaftstheoretische Fragen zumindest kurz und soweit wir noch Zeit haben, erörtern. Also nach den einzelnen Vorträgen bitte höchstens ein, zwei Verständnisfragen, keine in die Diskussion führende Rückmeldung. Vielen Dank und wir beginnen mit Paolo Cibellino mit dem ersten Vortrag, das Universum im Labor. Okay, so, can you hear me? Hop, hop, this is on. So, you will see this concept of the universe in the lab is not just a motto, it's really a description of what we are doing. And you see, this is what the whole evening is about. There's something very big being built in Darmstadt. And we'll try to communicate to you what it is and why we are doing it and why we think it's exciting. And what we do to bring the universe in the laboratory is that we collide nuclei. And by colliding nuclei, we create the conditions that exist in specific moments in the history of the universe so that we can study them in controlled conditions in the lab. And this is a magic moment for this type of studies because it's a moment in which there is enormous progress in the observation of the universe through the astronomic observatories, but also through new facilities like those who measure the gravitational waves. This has been a big news in the last couple of years that gravitational waves have finally been observed. And there's a lot of progress in the theory and in the calculations thanks to the enormous progress of computing facilities and of theoretical physics to understand this. And then we bring these two experiments that one can do on Earth that represent what is happening up there. Because in the end, whenever you look up at the stars, what you are seeing are nuclear processes. The burning of our sun that brings us light is a nuclear process, and so on and so forth. So to understand what is happening up there, we need to reproduce it in a way that is in a controlled conditions so that we can actually... Oops. Oh, okay. So, why do we do it in Darmstadt? Because in Darmstadt there is a GSI. GSI has been now for more than 50 years the prime nuclear physics laboratory in Europe and one of the two or three biggest in the world. And you can see it from many things. There are many, many discoveries that have made GSI famous. The most precise measurement of the relativistic time dilation, I mean, the expansion of time is being done in GSI. The most precise measurement of the mass of the electron has been done in Darmstadt. And so many, so many, so many. One which we are particularly proud of is the fact that a number of elements in the table of the elements, the one in orange, have been discovered at GSI, and that is why, since those who discover an element have the right to give the name, there exists a Darmstadtium and there exists a Hassium. It's the only lander who has an element named after them, and this is the only German city who has an element after it, so we are particularly proud of this. And I think this is rather unique. We have developed technologies that have a very direct impact on the life of all of us. The therapy of cancer with nuclear beams has been pioneered in our laboratory, has been then applied in the laboratory. 440 patients have been treated in
on campus and then transferred to clinics, Heidelberg, Marburg, and so on and so forth. There are now several in the world. There are new ones in construction in the United States, where you, in one word, if you want to destroy the cells of the cancer, you want to preserve the healthy cells around it. And the most efficient way to do that is to use nuclei instead of photons or other radiation, because they will destroy very precisely, like a scalpel, the cells that you want to destroy. And therefore, this is a more complex technology than other treatments. You will use it specifically when the tissue around your cancer is particularly precious. Cancer in the eye, is cancer in the brain, cancer in the spine. Then you will want to use a technique that will be as little damaging the healthy tissue around as possible. So this is why this happens in Darmstadt, and if this will now proceed. Yoo-hoo. Okay, finally. Sorry, but this sometimes is a little slow. So this is GSI. It's the one up left. And this is the existing laboratory that you will see more schematically later. And this is FAIR. FAIR is, as you can see, way bigger and is now the one under construction. And what are these? These are patients. Maybe we should. Can you click on the, when I make a gesture, just click it so that we go ahead anyway, because otherwise, again. So how does it work? You have accelerators, so machines that take the ions and make them faster and faster and faster, first in a line, whoops. First in a line, now things go fast. First in a line, then circular, you go in circles, going up and up and up in energy, then again, bigger one, up and up and up in energy. Then you can either use the beams directly or you hit a target and then you select with these structures here specific products, either rare nuclei or antiprotons here, and then you have these precision rings where you capture the produced particles and you reuse them over and over to do your measurements. This is in very schematic terms what we are doing. Please, next. So you've seen probably lots of drawings of laboratories where they have accelerators. The accelerators, in the end, for a scientist, are big microscopes. So the question is, what makes this special? Well, what makes this special is the intensity. And you will see this over and over again. This enters all of our project parameters. Why is intensity important? You might already get a hint if you think that the term that we use is actually luminosity. And let me try to give you an example that makes clear what that means. We use an accelerator to look at things. So let's do the typical experiment that we do in practical terms. I have a source of particles that light up there that produces photons in particular. So those photons will hit this object, which is my target, and then I see the photons which come out. I have a detector, which is my eye, and then I have a computer center, which is my brain, and I analyze the results, and from the outcome of what happens to the photons produced up there interacting in my object and then being detected by my eye, I find that this is this object. Then I might want to see more detail. And then my roads go in two different directions. One direction is to say I increase the energy of my photons. So I use X-rays, for example. So
higher energy. Then I see more detail because I use X-rays. Then I use gamma rays and so on and so forth. So I go higher and higher energy and I look at smaller and smaller details. This is one direction. The other direction, imagine I was looking at this in a quasi-dark room, I could only see roughly, would be to increase the luminosity of my source, to produce many more photons and have more light. And then I see more in detail. And that's what we do. So, and this is the other direction of development. We'd go for high luminosities, for high intensities. Other laboratories like CERN go for the high energies. And these are two very different types of machines. So it's not that you can do both at the same time. And then what we do is that we have, as I said before, these beautiful rings that allow very high precision experiments. We are capable of looking at a single nucleus going around and making a particular transition, and that is unique in the world. So to make this, you need a lot of people, a lot of knowledge, and this happens through the fact that 9 countries have put together their resources. The ones in orange, they are the full members of the laboratory. There is an associate partner, there is the United Kingdom, and one which is coming in, that is the Czech Republic. But these are those who somehow are involved in the construction of the facility. But the experiments are being built by people in all of these blue countries also, over 3,000 scientists from all over the world. So it is really a worldwide project. Please. So what do we do? We try to answer fundamental questions about the universe. In particular, for example, and these are only some of the fundamental questions that we want to answer. Where and how are the elements created? You remember that we have discovered some of them, but most of the everyday elements that we have around are created in different processes in the universe, in the stars, in supernovae, in neutron stars, and so on and so forth. And understanding where the elements, where we come from, is one of the fundamental questions that humanity has to answer. After all, you know, all of our progress, thousands of years of progress of humanity, are based on the fact that we are curious. We are curious to understand what we are, where we come from. And that leads our progress in understanding the universe. And then that brings us the understanding that we need to develop technologies, develop tools for our existence. So what happens inside neutron stars? What happens inside planets? Planets we know very well. We see all these beautiful pictures from the satellites and so on and so forth. But remember, we know very little of what happens inside of these extreme densities and pressures. Also inside the Earth, under our feet, how matter behaves in the extreme conditions of pressure and temperature that you have inside, below our feet, is very poorly known. But we will do it in the laboratory. But also, again, the universe in the laboratory. Now we talk all the time about long trips in space. Long trips in space, like going to Mars, mean spending a lot of time exposed the materials, the electronics, but also the human beings, to the cosmic radiation. What are the effects? How can one mitigate them? How can one arrive on Mars and still have a functional and healthy team? This is not trivial. And actually, we have been selected by the European Space Agency as their ground laboratory for radiation studies that are indispensable for these long missions. And that brings us to the applications. So there are really three pillars of what we do. A pillar is the production of knowledge. We discover things.
Another pillar is the education, to give young people the opportunity to learn, to grow, and then to contribute to society in general with the knowledge they have acquired. The third is technologies. And one is, for example, technology for high efficiency computer centers, because we have to handle very large data sets, and therefore we have developed actually the most efficient computer center in Germany, and one of the two or three most efficient in the world. In fact, that's been awarded this Blaue Engel for the green technology. But we continue, for I said, talked about the cancer therapy that keeps developing with many, many different applications. One, just to give you one example, is you would really want to know what is happening while you are irradiating the cancer. Actually, if you do it with a radioactive beam, like carbon-10, you can do PET, the positron emission tomography, that you many of you might have had somebody they know that had this test done, so that you do, in real time, you see what is happening while you are doing the irradiation. But also, we have just developed, for example, with a nanotechnology to develop a sensor for the passive detection of viruses. This is extremely interesting because it, when produced then industrially, this could allow a test to be performed without any additional treatment of the sample. You basically spit on the sample and you get the measurement. So there's no treatment of the materials. So there are very, and this is done thanks to the nanotechnology lab that uses our beams. So in one word, you see that there are many, many things happening in the universe or that have happened in the universe. We need to understand them. We need to find ways in the laboratory to do measurements that will teach us what is going on, and that we do using beams of nuclei. It will take a while. You will see from Herb Laurock's presentation that it is a big construction, but we are already producing science today, because whatever is ready, we start using. We start using the parts of the experiments which are already built. We start using the accelerators which have already been upgraded. So there is what is we call a precursor program that we call FAIR Phase Zero that allows us to do experiments right now. And for that, we thought that the best person to tell you about this is to take the leader of one of these experiments, because you are, and so that you can get from a direct voice of the scientist, which is actually doing this, what is one of the many experiments which we are doing already today in the precursor program of FAIR. Es geht um nichts Geringeres als die Bausteine des Lebens. Und die sind, wenn ich jetzt mal sie hier in Einzelteile zerlegen würde, keine Angst, dann käme raus, das meiste, was sie in sich haben, ist Sauerstoff. Dann kommt Kohlenstoff und dann schon mit ein bisschen Abstand Wasserstoff, Stickstoff, noch ein bisschen weniger Calcium, Chlor und Phosphor. Und das ist jetzt mal so ein Inventar, was wir jetzt vor uns liegen haben. Und die Frage, die wir uns stellen in der experimentellen Astrophysik, ist ja, wo kommt das denn eigentlich her? Und diese Frage ist eine Art Geschichtsschreibung. Denn wir sind jetzt hier auf diesem Planeten Erde im Sonnensystem. Wir wissen, das Sonnensystem ist ungefähr 4,5 Milliarden Jahre alt und der Urknall, der am Anfang dieses Universums stand, ist so ungefähr 13,8 Milliarden Jahre her. Und irgendwas muss ja jetzt passiert sein, viele Prozesse, die jetzt aus dem Energie, die zur Verfügung stand beim Urknall, dann das gemacht haben, aus dem wir gemacht sind, aus dem dieses Sonnensystem gemacht ist. Man schaut also von hier aus gemütlich auf der Erde zurück und versucht jetzt die ganze Geschichte aufzuschreiben, was denn passiert ist. Und wenn ich jetzt gucken will, wie Elemente entstehen, ist der erste Schritt,
der passiert, wir brauchen Elementfabriken. Und diese sind Sterne, so wie unsere Sonne, die Energie daraus erzeugen. Also die Energie wird frei, wenn sie Elemente fusionieren. Zum Beispiel, also das ist jetzt die Sonne, wie Sie sie jetzt, mit, wenn Sie einen einfachen Filter, drüber legen würden, um das sozusagen, dass Sie reinschauen können. Einfach in die Sonne schauen ist gefährlich, aber wenn Sie Filter drüber legen, würden Sie zum Beispiel so ein Bild sehen. Sieht jetzt noch vielleicht unspektakulär aus. Wenn Sie einem anderen Bild gucken auf die Sonne, dann sieht das so aus. Und man kann sich jetzt vorstellen, das ist ein gigantischer Gasball, in dem ganz viel passiert. Es blubbert, es bewegt sich, das ist überhaupt nichts Stilles, sondern eine Elementfabrik. Und die Sonne strahlt Energie ab und das Licht eben, das wir hier kriegen, Licht und Wärme, indem sie folgende Reaktion macht im Moment, baut sie viermal Wasserstoff, das leichteste Element, zusammen zu einmal Helium. Und das sehr, sehr oft, also unfassbar oft. Und bei diesem Prozess wird eben ein bisschen Energie frei. Und diese Energie wird abgestrahlt. Jetzt aus meiner Sicht, experimentelle Astrophysik, ach guck, wir haben aus Wasserstoff schon Helium gemacht. Also aus dem leichtesten Element das nächstschwerere Element. Das macht so jeder Stern eine gewisse Zeit lang. Unsere Sonne macht es schon 4,5 Milliarden Jahre und macht es auch ungefähr noch mal so lang. Und irgendwann ist der Wasserstoff im Zentrum von diesem Gasball ja aufgebraucht. Irgendwann ist mal alles zu Helium verwandelt. Und dann geht es in die nächste Stufe. Und bei dieser Stufe entwickelt sich auch dieser Stern zu was ganz Krassem. Also sieht jetzt irgendwie friedlich aus, ist so ein Gasball, der blubbert. Wenn das aufhört, wenn also alles Wasserstoff verbraucht ist zu Helium, dann kommen Prozesse in Gange, dass sich dieser Stern gigantisch aufbläst. Also wenn Sie hier mal schauen, diese kleinen Punkte, das ist jetzt so groß wie die Sonne, jetzt ist, und das Große da, was nicht mehr aufs Bild geht, ist das, was die Sonne in, naja, vielleicht 5-6 Milliarden Jahren sein wird. Und das machen die Sterne. Die bewegen sich also, auch entwickeln sich äußerlich auch dramatisch und innerlich auch. Denn die Stufe, die jetzt passiert, in diesen roten Riesen, so bezeichnet man die dann auch, geht es weiter. Ich habe ganz viel Helium im Zentrum von diesem Stern und kann aus diesem Helium jetzt Kohlenstoff machen, indem ich drei davon zusammenbaue. Jetzt habe ich schon Kohlenstoff, also schon wieder ein schwereres Element. Super, wir wollten ja Elemente erzeugen. Und zwar das eine, das wir fürs Leben brauchen jetzt schon mal. Jetzt bin ich in einem Stern, da gibt es jetzt Kohlenstoff und da gibt es noch ganz viel Helium. Und weil das so ist, dann fusionieren die auch gleich. Also kann ich ja aus dem Kohlenstoff und dem Helium bei euch zusammen zu Sauerstoff. Und schon haben wir die wesentlichen Bausteine unseres Lebens jetzt in Sternen gemacht. Und das ist jetzt auch deswegen eine der wichtigsten Reaktionen, die wir haben, die auch für uns die wichtigste ist für unser Leben. William Fowler hat 1983 den Nobelpreis bekommen und hat dazu gesagt, der menschliche Körper besteht zu 65% aus Sauerstoff und zu 18% aus Kohlenstoff. Sauerstoff und Kohlenstoff sind die häufigsten Elemente, schwerer als Helium, in der Sonne. Kein Wunder, dass die Bestimmung des Verhältnisses Kohlenstoff zu Sauerstoff ein Problem von überragender Bedeutung in der nuklearen Astrophysik ist. Und diesem Thema haben wir uns angenommen. Und es geht noch weiter. So ein Stern, wenn der dann mal groß ist, ein roter Riese, dann geht es so Richtung Ende. Und wenn der jetzt auch noch 8 oder 10 Mal mindestens schwerer ist als die Sonne, dann wird der so in der gigantischen Explosion enden. Dann fliegt alles weg, es bleibt fast nichts mehr übrig im Zentrum. Es kann ein Neutronenstern übrig bleiben, wie wir vorhin schon gesehen haben, oder ein schwarzes Loch. Aber dann fliegt einfach alles auseinander. Und was eben am Ende noch im Zentrum sozusagen übrig bleibt, ein Neutronenstern, ein ganz kompaktes Objekt oder ein schwarzes Loch, vielleicht ist Ihnen schon mal begegnet, schwarz, weil wir kein Licht mehr von dort kriegen, weil so viel Masse zentriert ist in diesem Punkt. Und auch hier ist diese Reaktion jetzt wichtig für die Astrophysik, denn diese Reaktion entscheidet mit darüber, was denn eigentlich am Ende passiert. Wird es ein Neutronenstern oder wird es ein schwarzes Loch? Und da reden wir darüber, diese Grenze dazwischen ist irgendwo zwischen Sternen, die 16 Mal mehr wiegen oder 60 Mal mehr wiegen als die Sonne. Irgendwo ist die Grenze. Und diese Reaktion wird festlegen, wo die Grenze ist. Und jetzt müssen wir diese Reaktion verstehen. Also darum geht es. Kohlenstoff verschmilzt mit Helium zu Sauerstoff. Und eine Frage, die man sich stellen muss, ist ja, wie oft? Wenn ich jetzt Kohlenstoff auf Helium schieße, reagiert das jetzt? Und wenn ich jetzt
tausendmal Kohlenstoff auf Helium schieße, reagiert es einmal oder reagiert es fünfmal oder was passiert eigentlich? Darum geht es in den Experimenten, die meine sozusagen Community in der Wissenschaft macht, zu messen, wie häufig diese Reaktion passiert. Passiert sie häufig, habe ich am Ende viel Sauerstoff. Passiert sie eher nicht so häufig, habe ich wenig Sauerstoff, aber noch viel Kohlenstoff übrig. Und deswegen muss ich wissen, ich muss verstehen, wie wahrscheinlich diese Reaktion ist. Solche Messungen werden seit Jahrzehnten gemacht. Also seit Fowler das in der Nobelpreisvorlesung gesagt hat, versucht man das so zu messen. Und es ist schwierig, denn wir wissen alle in der Community, diese Reaktion ist unfassbar unwahrscheinlich. Also richtig unangenehm. Da können Sie, wenn Sie das machen, Kohlenstoff auf Helium schießen, das können Sie wochenlang machen, bis Sie mal irgendwie was sehen. Unangenehm. Deswegen haben wir gesagt, wir machen es mal andersrum. Wir haben also Sauerstoff genommen und wollten den aufbrechen in Kohlenstoff und Helium und dann messen, wie oft denn das aufbricht. Und das haben wir gemacht im Experiment. Das Experiment sieht schematisch so aus. Okay, ganz langsam. Ich brauche also Sauerstoff von der Beschleunigeranlage. Die kriege ich an GSI. Dann schieße ich den auf eine Bleifolie, wo der aufbricht, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Dann fliegen die Teilchen weiter und dann muss ich es nachweisen. Da kann ja jetzt, dieser Sauerstoff kann ja jetzt in irgendwas zerbrechen. Also kann ja auch anderes rauskommen, können auch viermal Helium rauskommen. Das heißt, ich muss nachher gucken, was passiert ist. Und deswegen stelle ich Detektoren hin, die erstens sagen können, war das Helium oder Kohlenstoff? Denn die haben eine unterschiedliche Ladungszahl. Und ich muss auch noch wissen, welche Masse die haben. Und deswegen muss ich so ein Experiment aufbauen. Und dieses Experiment, es nennt sich R3B, gehört zum NuSTAR-Verbund bei FAIR und Sie sehen, wir haben internationale Unterstützung für dieses Experiment, sei es jetzt die Komponenten, die aufgebaut wurden oder eben dann für das Experiment selbst. Das ist nichts, was man, was wir schaffen könnten mit dem lokalen Team. Okay, jetzt gehen wir da mal rein, wie das aussieht. Sie kommen in die Halle. Wenn man jetzt mal hier nach rechts schaut, dann kommt von dort der Teilchenstrahl, also hier nach rechts ist die Beschleunigeranlage, der Teilchenstrahl kommt rein. Dann gibt es Analysen des Teilchenstrahls, ist der klein, ist der groß, was will ich eigentlich? Dann gehen wir weiter und in dieser Tonne ist jetzt diese Bleifolie, auf die wir geschossen haben. Wir schauen da mal rein, vielleicht sehen Sie so diese dunklen Scheibchen, die auf diesem Rad sind, das sind unsere Bleifolien, auf die wir schießen. Dann geht es weiter, schon in dieser Kammer dort, unser erster Detektor, der die Spuren verfolgt von den Teilchen. Und dann schießen wir die durch einen großen Magneten. Das ist GLAD, ist ein, aus Frankreich dieser Magnet und ist, das ist krasse Kryotechnik, das ist ein supraleitender Magnet. Genau. Jetzt gehen wir mal rum um dieses Experiment, immer um diesen Magneten hier links. Dann sehen Sie hier, auch hier ist alles mit Computern, Datenaufnahme. Wir brauchen unsere Spannungsversorgung für alle unsere Detektoren. Und wenn wir jetzt nochmal gleich um die Ecke gehen, dann schauen wir von hinten auf auch eine große Vakuumkammer, wo wir unsere Detektoren hatten. Wir konnten das Experiment also nicht in der Luft machen. Es musste alles da drin stehen. Und jetzt gleich noch einen kleinen Einblick, wie das dort aussieht. Also unsere ganzen Detektoren, die entscheiden können, wo sind die Teilchen eigentlich lang geflogen? War das jetzt Kohlenstoff? War das Helium? Was ist eigentlich passiert? Und so sieht das Experiment, das wir gemacht haben und im ersten Experiment eben aus. Und so hoffen wir, dass wir da bald mehr darüber verstehen, wie häufig eigentlich jetzt diese Reaktion passiert. Und dann kommen wir hoffentlich dem Ganzen näher und noch so ein paar Ideen, wie das eigentlich aussieht, was es heißt, wenn wir ein Experiment durchführen. Also das bedeutet monatelange Vorbereitungsphase. Es geht um Detektoren bauen, es müssen Elektronik gemacht werden, Kabel gemacht werden, es muss alles aufgebaut werden, es muss dann in diese Halle hinein und dann kann man irgendwann sein Experiment starten. Und dann wird es spannend. Und dann kommen die Hochleistungsrechner und alles, was man noch braucht, um diese unfassbaren Datenmengen dann zu verarbeiten. Und dann hoffen wir, dass wir mehr darüber verstehen, wie jetzt eigentlich Kohlenstoff und Sauerstoff im Universum gemacht werden. Okay.
Ja, vielen Dank für die ersten beiden Kurzvorträge. Für unseren Ablauf wäre jetzt möglich, ein, zwei Verständnisfragen aus dem Publikum. Scheuen Sie sich nicht. Grundsatzfragen, die mir auf der Zunge und am Herzen liegen, schieben wir erstmal auf. Bitte aktuelle Verständnisfragen oder Ad-hoc-Fragen zu dem, was an Themen und Thesen in den beiden Kurzvorträgen aufgezeigt wurde. Eine Frage. Wir haben diesen Film gesehen mit diesem riesigen Experiment. Ganz laienhaft gefragt, wie denkt man sich die Versuchsanordnung aus und wissen Sie am Anfang, wie groß und wie aufwendig die Tonnen, die Leitung und all das sein müssen, um so ein Experiment zu machen? Also für die Planung, wie das aussehen soll, gehe ich genauso daran und überlege mir, okay, ich will Helium messen. Helium ist ein leichtes Element, das heißt, es hat eine kleine Ladungszahl. Um das zu messen, muss ich es durch ein bisschen mehr Materie schicken als zum Beispiel, also wenn ich jetzt Zink oder Zinn durchschicken müsste, dann muss ich schon mal sagen, mein Detektor muss ein bisschen dicker sein, damit dort genug Signal sozusagen nachher rauskommt. Also das legt zum Beispiel diese Dicken fest von diesen Detektoren, die Sie da hintereinander gesehen haben. Dann lege ich fest, ich möchte wissen, wie die Spur geht von dem Teilchen, wo fliegt es lang. Und wir schicken es durch einen Magneten. Das heißt, es fliegt gerade, fliegt eine Kurve, fliegt gerade. Dann will ich vorher eine Gerade ziehen, dann muss ich zwei Punkte haben. Ich will nachher eine Gerade ziehen, dann muss ich auch zwei Punkte haben. Jetzt weiß ich die Anzahl meiner Detektoren zum Beispiel. Und die Größe des Experiments ist jetzt eigentlich wieder, also wenn ich jetzt gekonnt hätte, hätte ich es gern größer gemacht. Aber diese, haben die, wenn Sie im Video, hinter dem Magneten ist so eine riesige Kammer mit so Fächern gewesen. Diese Vakuumkammer ist, wie sie ist. Und da muss am Ende alles reinpassen. Das heißt, das sind dann, ich weiß, was ich will, aber dann komme ich von der anderen Seite und gehe mit Ingenieurdenken daran und sage, ja, okay, es darf aber nur 1,70 Meter hoch sein und so muss es halt passen. Weitere Fragen? Ich habe noch eine Basic-Frage. Wer von Ihnen beiden die beantworten will, müsst ihr untereinander aufmachen. Es darf in Deutsch, in Englisch, nur nicht heute Abend in Italienisch sein. Obwohl es sich auf Italienisch wahrscheinlich am schönsten anhören würde. Dieser jetzt im Bau befindliche Ring, der noch, also dieser zentrale, also das zentrale Momentum von Fehr, der ja noch im Bau ist. Warum hat er gerade den Durchmesser, den er hat? Ich glaube, es sind insgesamt, der Ring ist wie lang? 1,1 Kilometer. Umfang, nicht Durchmesser, Umfang. Warum hat er nicht 2 Kilometer? Warum hat er nicht 500 Meter? Das heißt, die wissenschaftliche Vorgabe, die ja dann letztlich zur Konstruktion führt, wie sah die in diesem Fall jetzt spezifisch für FAIR aus? So, would be nice. Ah, we have the drawing. So, if you look at the drawing, okay, you see this is the accelerator, and it is actually not a circle. It's straight lines and then pieces which bend. Now, one of the things that determine how big your accelerator has to be is the fact that to accelerate the particles, you go in circles many, 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 many times, millions of times. And to keep the particles on a circle, you need magnets. These magnets have a certain maximum field.
This is one of the parameters which defines how big you have to be. But remember, I said that our key parameter is the intensity. Yeah. It's not the energy. Yeah. So you could, in that ring, make a machine which has a high, much higher energy. But what we want is a machine that can have a very high repetition rate. It can accelerate, boom, 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 many, many, many particles. If you are at CERN, there will be a very slow ramp, so-called. The energy goes up slowly, then stays a long time at a certain energy. Here, goes up and down, up and down, up and down, up and down. And this has a completely different technology and brings you to a certain limit of what you can do. Why do we choose that energy? Well, because this is determined by two things. We have two uses. One, we want to produce antiprotons to do antimatter, one of our symbols. So to produce antimatter, you need a certain energy. There's no choice. Otherwise, you don't produce it efficiently. The other is that we want to produce exotic nuclei that then one uses to understand these exotic processes in the universe. And that requires a certain energy to be done efficiently. So that defines the size of this thing. That your technology for fast magnets, not for just magnets, because you could actually have that much smaller if you would be slow. But then you would not be fair. It would be another thing. Fair needs fast magnets, and then okay. Thank you. Dann darf ich den Abenteurer und gefahrvollen Herrn Blauruck bitten. Sehr gerne. Sehr gerne. Ja, ich habe jetzt das Vergnügen, Ihnen nach dem wissenschaftlichen Zweck, nach der wissenschaftlichen Grundlage dieser Anlage vorzustellen, wie denn die Realisierung aussieht. FEA hat ein umfassendes wissenschaftliches Programm und erlaubt zukünftig bahnbrechende Entdeckungen und auch viele Anwendungen, wie Sie gesehen haben, Beispiel Cancer, Marsflüge, Schutz von Menschen und Materialien. Und das führt zu einer Schlussfolgerung. Alles, was wir hier tun, ist einzigartig, speziell und für diese Anlage designt. Es gibt nichts in diesem Bereich, wo Sie irgendwo hingehen und sagen, ich kaufe das einfach von der Stange. Natürlich Kleinigkeiten schon, aber im Grundsatz, alle Komponenten sind speziell designt mit unglaublich viel Know-how und Erfahrung und langen Entwicklungs- und Testzyklen. Warum ist das an dem Standort Darmstadt möglich? Am Schluss, alles, was wir tun, basiert auf Menschen, die kompetent sind, die wissen, was sie tun und die Fähigkeit haben, dieses umzusetzen. Und die GSI, gegründet 1969, macht das seit 50 Jahren, hat einen unglaublichen Wissensfundus an Menschen, die dieses können. Deshalb sind wir auch sehr glücklich, an diesem Standort zu sein und diese Menschen zu haben. Denn nur mit diesen Menschen zusammen können wir so etwas realisieren. Und das Zweite, was sehr wichtig ist, auf dieser Folie zu lesen, ist, die vorhandene GSI, 50 Jahre jung, ist der Vorbeschleuniger für FEA. Das heißt, die Teilchen werden in der GSI-Anlage erzeugt, vorbeschleunigt und werden dann auf ein noch höheres Beschleunigungs- und Intensitätsniveau in der anschließenden FEA-Anlage gebracht. Und deshalb ist es auch klar, dass es der Standort GSI ist, wo wir sind, weil wir brauchen die vorhandene Anlage, um diese Dimension zu erreichen für die Wissenschaft. Und da gibt es die vorhandenen Anlagen, einen Linearbeschleuniger, einen Unilac, ein Ringbeschleuniger, der ist kleiner, der ist 218 Meter im Umfang, der neue SIS-100 ist 1,1 Kilometer im Umfang und die leisten schon viel. Damit wird 95% Lichtgeschwindigkeit und eine bestimmte Intensität erreicht. Die Forschung, wie Herr Gibellino schon sagte, arbeitet schon. Diese ganzen Wissenschaftler, die jetzt die Experimente entwickeln, 3000 und mehr, arbeiten bereits in verschiedensten Gruppen seit Jahren weltweit, um die Voraussetzungen zu schaffen, dass wir das überhaupt bauen können und auch dann hinterher funktionsfähig haben.
Deshalb werden solche Experimente auch zum Teil in der GSI, wie Frau Göbel vorgestellt hat, bereits mit der vorhandenen Anlage, natürlich nicht in der hohen Intensität, aber mit der GSI-Intensität getestet, sodass wir sicher sind, dass sie dann auch mit einer wesentlich höheren Intensität zukünftig funktionieren und die wissenschaftlichen Ergebnisse dann auch liefern können. Und diese 3000 Wissenschaftler sind auch nicht alle gleichzeitig auf dem Campus, dann wird das ein bisschen zu voll, die sind rollierend dort, das ist auch wichtig, weil das ist ja auch ein logistisches Thema. Wichtig ist auch in diesem gesamten Konzept zu realisieren, mit den Shareholdern, den neuen Shareholdern, die gesagt haben, in 2010, Oktober 2010, ja, wir wollen fair bauen, wir schließen uns völkerrechtlich zusammen. Und in vielen anderen Hunderten von 400 Instituten weltweit, die forschungstechnisch vernetzt sind mit GSI und fair, um eben diese Experimente durchzuführen. Der Schlüssel hinter dem ist, erstens Know-how, das existieren muss. Zweitens eine intensive Kommunikation und Vernetzung. Denn es gibt keinen, der einfach das alleine bauen kann. Man braucht das weltweite Netz an Instituten und Technologien und Wissenschaft, um diese Komponenten zu entwickeln, zu liefern und die Wissenschaft entsprechend durchzuführen. Deshalb ist für uns in der Realisierung, aus der Brille spreche ich ja, extrem wichtig, die Zusammenarbeit mit allen Stakeholdern, mit allen Partnern. Das ist das Land Hessen, wo wir alle Menschen kennen, auch von den Organisationen, denn wir brauchen alle, damit wir das machen können. Das sind die verschiedenen Staaten, also verschiedene Länder, die mitwirken im Vertrag. Das sind die wissenschaftlichen Institute in den Ländern, mit denen wir sehr, sehr eng kommunizieren und sicherstellen, dass wir uns richtig verstehen und dass jeder seinen Teil genau entwickelt und liefert, sodass das Ganze dann zusammenpasst. Und das läuft sehr gut. Wir entwickeln spezielle Komponenten. Und ich zeige noch mehr als Beispiele für Sie. Das ist ein Magnet. Dieser Magnet hat einen Durchmesser so groß vielleicht, so einen Meter Durchmesser. Aber wir haben vorhin ein Wort angesprochen, was Herr Gibellino sagte, wir brauchen, um den Strahl zu führen, Magnetfelder. Denn die Teilchen, Ionen, sind durch Magnetfelder zu führen. Und genau die Stärke der Magnetfelder muss man schaffen können. Um ein Magnetfeld, jeder kennt das, zu schaffen, muss ich irgendwo durch eine Spule, durch ein entsprechendes Gerät Strom schicken und dann ein Magnetfeld so stark haben, dass das im Kreis fliegende Teilchen auch auf der Bahn bleibt und nicht wegfliegt. Und deshalb haben wir Magneten hier. Und hier vorne sehen Sie eine kleine Kupferschiene, hier vorne. Der will jetzt nicht. Da vorne sehen Sie so ein kleines Kupferband. Da vorne sehen Sie ein kleines Kupferband. Das ist eine so große, 1 bis 2 Zentimeter dicke Leitung, die ist innen mit flüssigem Helium gekühlt. Und dadurch wird das Kupfergeflecht außen supraleitend. Supraleitend heißt kein ohmscher Widerstand, es gehen unglaubliche Stromstärken dadurch. Wenn Sie sich zu Hause mal in Ihren Keller oder wo immer der Sicherungskasten des Hauses hinbewegen, stellen Sie fest, wenn Sie den öffnen, da sind Sicherungen 10 Ampere, 20 Ampere Stromstärke. Vielleicht hat einer eine Starkstromsteckdose fürs Autoladen, was heutzutage ein Thema ist, die ist vielleicht 50, 100 Ampere. Durch diese Kabel, die wir dort haben, fließen aber 13.000 bis 18.000 Ampere. Das ist eine ganz andere Dimension von Technik. Und dieses ermöglicht diesen Magneten in der Größe zu bauen und auch ein Magnetfeld zu erzeugen, was in der Lage dazu ist, diese sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegenden Teilchen auf der Bahn zu halten oder eben zu beschleunigen. Und wir erreichen mit dem Schritt von GSI zu FAIR eine andere Dimension. Wie Herr Gibellino schon sagte, wir haben eine andere Intensität. Wir haben eine um 10.000-fach höhere Intensität als mit der vorhandenen GSI-Anlage. Eine Leistung, die ist um 100-fach höher und wir haben in vielen Dingen eine viel, viel höhere Präzision. Wie schon gesagt, man kann viel genauer gucken und damit wissenschaftlich Dinge erkennen und erforschen. Und wir tun auch noch etwas. Wir können in der FAIR-Anlage viele Dinge parallel machen. Wir machen nicht ein Experiment, sondern viele parallel,
weil wir dazu in der Lage sind, die Teilchen so zu steuern, dass gleichzeitig verschiedene Experimente bedient werden. Das alles ist definitiv nicht trivial. Und das ist nochmal hier die FEA-Anlage. Alles, was rot ist, wird neu gebaut. Und Sie sehen oben diesen kleinen blauen Kreis vom SIS-18. Dort ist dann genau der Pre-Injektor GSI zu Ende und es geht über einen Transferkanal, also eine Magnetlinie, zu FEA in den großen SIS-100-Ring, 1,1 Kilometer Umfang, der deshalb mehreckig ist, weil der an bestimmten Stellen Beschleunigungspunkte hat. Da wird das vorbeikommende Teilchen immer angeschubst und so auf 99% der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Und dann weiter nach unten in den sogenannten Super-FAS, den Super-Fragmentseparator geführt. Der teilt Teilchen auf, der sortiert die. Und überall, wo diese kleinen schwarzen Kästchen sind, die Sie dort sehen, da stehen Experimente. Da steht übrigens das, was Frau Göbel gerade sagte. Dort unten steht NuSTAR R3B. Das Experiment, was gerade bei der GSI steht, wo erste Experimente gemacht wurden, wird dorthin gebracht werden und einer vielfach höheren Intensität viel mehr Forschung ermöglichen als jetzt in dem ersten Aufbau in der GSI. Und so tun wir das auch mit anderen Experimenten. Und dann werden auch zum Beispiel, Sie sehen dort, Produktion neuer Atomkerne. Also wird Antimaterie erzeugt werden, die dann in einem anderen Ring später untersucht wird. Und das alles ist komplex und ein Teilchen, auch um es zu realisieren, fliegt um auf Lichtgeschwindigkeit da sehr schnell durch und legt bereits mehrfach den Weg um die Erde zurück, bevor es dann letztendlich am Ziel ankommt. Denn wenn es millionenfach hier in dem SIS-100-Kreis zirkuliert, sind das viele, viele Kilometer, die dieses Teilchen in Bruchteilen von Sekunden mit Nahlichtgeschwindigkeit zurücklegt. Und das bauen wir. Ich hatte angesprochen, diese supraleitenden Magneten. Und hier ist nochmal ein Bild von dem. In diesem supraleitenden Magnet, da ist in der Mitte so ein kleiner, wie ein Kasten sieht das aus. Da steckt ein Rohr drin, das sieht man hier nicht. Dort ist ein Rohr drin, das ist nur 10 cm Durchmesser. Das ist ein Vakuumrohr, weil die Teilchen mögen eins nicht, wenn sie im Kreis oder auf der Bahn fliegen, dass Luftteilchen im Weg sind und dann den Weg behindern. Folge ist, wir haben ein sogenanntes Ultrahochvakuum, wie im Weltraum. Das heißt, wir evakuieren die Luft so weit, dass kaum noch Teilchen drin sind und die Teilchen dann auch entsprechend ungestört dort sich bewegen können. Die Kryotechnik, also die Tieftemperaturtechnik, habe ich bereits angesprochen. Wir kühlen diese Kupferkabel von innen her auf 4 Kelvin, also minus 269 Grad Celsius mit flüssigem Helium ab. Dadurch haben wir Supraleitung, dadurch haben wir die Baugrößen mit dem notwendigen Strom, ansonsten müssten wir riesige Kabel verwenden und können letztendlich die Magnetfelder liefern, die der Strahl und die Wissenschaft braucht, um die Experimente durchzuführen. Und dann haben wir noch alle möglichen Spezialeinbauten, die zur Beherrschung dieser Strahllinie sind. Wir arbeiten weltweit. Das ist nochmal die Anlage fair in der Mitte und wir haben mal darum verschiedene Komponenten. Wir haben jede Menge Magneten und viele, viele andere Komponenten. Und diese werden aktuell weltweit gefertigt und bereits auch geliefert und eingelagert. Hier oben haben wir Heptdipolmagnete aus Russland zum Beispiel. Wir haben dort oben Quadrupolmagnete. Die haben 4 Pole innen drin. Die kommen auch aus Russland. Wir haben Dipolmagnete, die sind bereits gefertigt und getestet, lagern bei uns aus Deutschland. Wir haben unten rechts sogenannte Netzgeräte. Jeder Magnet muss gesteuert werden, damit der Strom richtig fließt. Die kommen aus der Mitte von Indien als indische Lieferung aus Hyderabad. Wir haben Super-FAS Multiplet-Magnete, die aktuell jeder einzelne Magnet wird in einem Testprogramm kryogen getestet. Das heißt, er wird auf diese, die Kabel werden auf minus 269 Grad abgekühlt, dann wird er getestet und gefahren, ob er auch das tut, was er tun soll. Das tun wir zurzeit. Das sind hier unten Magnete, die in Italien gefertigt werden und zurzeit schrittweise im CERN an einem speziell dafür gebauten Teststand mit uns zusammen getestet werden. Sie sehen weiter hier einen CR, einen Collecting Dipolmagneten. In Novosibirsk, also im hinteren Sibirien, fertigen wir etwa 2300 einzelne Komponenten.
unter anderem diese Magnete. So ein Magnet wiegt ungefähr 80 Tonnen, einer. Und davon haben wir einige, aber unter 100 von diesen. Und die werden jetzt sukzessive gefertigt und zu uns geliefert, nochmal Tests unterzogen und dann werden sie eines Tages eingebaut dort. Dann haben wir weiterhin nach links den High Energy Storage Ring, den Ring mit Dipolmagneten. Und oben sehen Sie diese toll aussehende Kupferstruktur. Das ist ein Protonenlinearbeschleuniger, den wir entwickeln. Und dieser Prototyp wird letztendlich Protonen beschleunigen und wichtig sein für die Experimente in diesem HESR, diesem High Energy Storage Ring, der so oval dort am Ende der Kette liegt. Und das läuft weltweit in einem guten Fortschritt. Dann muss man so eine Anlage ja steuern. Sie kennen aus anderen Prozessanlagen, irgendwo gibt es ein Kontrollzentrum mit vielen Bildschirmen, über die dann die ganze Anlage gefahren wird. Das Kontrollzentrum bauen wir gerade. Hier unten sehen Sie links die Baustelle, da beginnt der Erdaushub jetzt. Und dann wird dieses fünfstöckige Gebäude, großer Teil sind Büroräume, aber mit einem großen Kontrollraum, wo alles voller Bildschirme ist, dann gebaut und damit die Anlage dann GSI und FAIR zusammengesteuert werden durch die Betriebsmannschaften, damit die entsprechende Bedienung der Wissenschaftler mit den entsprechenden Elementen, Ionen, in der richtigen Intensität erfolgt. Das ist ein Campus-Masterplan, den wir dort oben rechts haben, weil auf dem gesamten Campus GSI gibt es eine Menge zusätzlicher Baumaßnahmen, damit wir auch zukünftig rollierend 3000 Wissenschaftler dort unterbringen können und diese auch effizient und effektiv arbeiten können. Ich gehe jetzt mal auf die Baustelle, auf der Baustelle und gleich sehen wir noch ein bisschen mehr. Wir heben ungefähr, wir bewegen etwa 2 Millionen Kubikmeter Erde. Da sind wir schon gut unterwegs. Einen großen Teil haben wir schon bewegt. Wir füllen schon wieder Teile zurück. Verbaut wird 8-fach das Frankfurter Fußballstadion, was Beton betrifft. Wie gesagt, über 50% dieser Sachen sind bereits ausgeführt. Wir haben später noch ein kleines Drohnenvideo, in dem man das Ganze sieht. Und Bewährungsstahl, der letztendlich in dem Beton ist, der hält mit 9-mal dem Eiffelturm mit von der Menge, die wir dort verbauen. Also alles ist gewaltig und braucht zwangsläufig eine außerordentliche Logistik. So sieht es im Augenblick aus. Oben links sehen Sie die GSI mit dem SIS-18-Tunnel, der kreisförmig ist. Und dann sehen Sie oben unverkennbar den großen SIS-100-Tunnel, der im Untergrund liegt. Der beginnt bei minus 18 Meter und hat dann eine 2 Meter dicke Betonsohle. Dann der eigentliche Tunnel, ist ein Doppeltunnel. Und darüber nochmal Beton. Und dann die Oberkante wird etwa 10 Meter unter der Erde sein. Und aktuell sind wir dabei, das wieder rückzuverfüllen, weil der Tunnel im Mai diesen Jahres fertig geworden ist. Also die 1,1 Kilometer sind fertig, betontechnisch. Dann bauen wir in der Mitte ein Kreuzungsbauwerk. Und ganz unten sehen Sie den Südbereich, wo verschiedene Experimentgebäude, das ist dieser super FAS-Bereich, wo ich vorhin auf der Folie zeigte, gebaut wird. Und dort, wo dieser braune Erdhaufen ist, im Augenblick, dort wird zukünftig dieser Collectoring entstehen, ein weiteres Gebäude, wo dann die Magnete aus Novosibirsk, die ich vorhin mit 80 Tonnen genannt habe, dann eingebracht werden. Das ist nochmal ein anderes Bild über die Baustelle. Hier sehen Sie in dem Nordbereich, wie der große Ringtunnel begonnen wird, rückzuverfüllen, weil eben der Betontunnel bereits fertig ist. Und das gesamte Bild, Sie können sich vorstellen, auf dieser Baustelle aktuell sind wir etwa 800 Personen jeden Tag an Arbeitskräften plus eigene Kräfte. Da ist schon ziemlich was los. Da ist viel Bewegung, was Fahrzeug, Logistik und Materialien betrifft. Und so sieht es dann noch ein bisschen dichter aus, wenn man hier in die Mitte drauf schaut. Das ist so ein Kreuzungsbauwerk, weil es wie ein Kreuz aussieht. Hier vorne in dem Bereich schaut so eine kleine Betondecke raus. Die ist 6,5 Meter dick. Nur die Betondecke. Das ist nicht etwas, was man bautechnisch mal eben tut, sondern das sind komplexe bautechnische Vorgänge, die man beherrschen muss, damit dieses auch funktioniert. Und hier nochmal ein anderes Bild von diesem Kreuzungsbauwerk. Da wird zukünftig alle Steuerung, die technische Gebäudeausrüstung, die also die gesamte Anlage, was die Technik betrifft, steuert, drin sein. Und auf dem GSI-Gelände ist das das eigentlich Kontrollzentrum, was darauf zugreift und sagt, so wird die Anlage gefahren.
Drin sieht es jetzt so aus, Beton, und wir beginnen jetzt mit Beschichtungsarbeiten und schrittweise im nächsten Jahr mit diversen Komponenten, je nach Anlieferung. Ja, und jetzt möchte ich Ihnen mal ein kurzes Drohnenvideo zeigen, was wir mal starten. Ich sage auch ein paar Worte dazu. Da sieht man auch, wie wir weiß dann mal die Strahllinie, also den eigentlichen Strahl, dann zeigen und verfolgen können. Das ist die Baustelle, der Südbereich, wo diese großen Experimentgebäude sind. Eine große Baustelleneinrichtung von uns, für unsere eigenen Menschen. Hier sieht man die Rückverfüllung in bestimmten Bereichen bereits erfolgt. Das ist die Verbindungslinie hier von der GSI zur FAIR, wo der vorbeschleunigte Strahl dann in die Anlage geht. Das ist dieser Transfertunnel und jetzt geht es runter auf diese minus 18 Meter Ebene. Das ist aber unterkante Beton, der Strahl ist also irgendwo bei minus 14 Meter. Und jetzt beschleunigen wir durch die 1,1 Kilometer lange Tunnelstrecke unterirdisch. Hier werden zukünftig alle diese Magnete in einer Perlenschnur aufgereiht, installiert sein und dann angesteuert werden aus dem zweiten inneren Tunnel, wo die ganzen Konverter, also die Netzgeräte zum Beispiel aus Indien stehen werden. Das sind angelieferte Komponenten in einem großen Lagerhaus, was wir in der Nähe von Darmstadt gemietet haben, wo all diese Komponenten schrittweise eingelagert werden, nachdem sie getestet und geprüft sind. Und dann in der richtigen Sequenz für die Montage angeliefert werden. Hier unten sieht man wieder den Bereich, wo der Collectorring, der braune Erdhaufen, verschwindet nach und nach zur Rückverfüllung. So sieht das dort aktuell aus. Wir gehen mal eben zur Präsentation zurück. Also wir machen hier sehr guten Fortschritt mit den normalen Herausforderungen, die solch eine Dimension von Projekt hat. Aber wir haben ein exzellentes Team und beherrschen dieses und sind auch dankbar in Richtung unserer Stakeholder, Land, Deutschland, alle anderen Partner für die kontinuierliche Unterstützung, die wir haben. Und zukünftig wird dieser Forschungsstandort Europa und weltweit eine tolle Perspektive haben, wenn wir den Bau so weit fort haben, dass wir dann auch erste Experimente, was wir avisieren für Ende 2025, ein erstes kleines Experiment. Wir sind noch nicht fertig. Wir haben gesagt, wir werden versuchen, dort etwas Forschung zu machen und dann in 2-3 Schritten danach die Fertigstellung zu erreichen. Das Ganze wird dann eingebettet sein. Sie sehen das hier in die Landschaft. Es wird eine Hügellandschaft sein, in die diese gesamte Struktur ober- und unterirdisch eingebettet ist. Ja, und das ist FAIR, das Universum im Labor. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, vielen Dank. Wir machen es jetzt einfach so, dass wir alle Fragen, die Sie haben, ob jetzt ganz konkret noch zum Verständnis des dritten und letzten Vortragsteils, aber auch alle anderen allgemeinen, grundsätzlichen, wissenschaftspolitischen, wissenschaftstheoretischen Fragen zulassen. Legen Sie los, wenn Sie wollen. Ich habe eine ganze Menge, aber ich halte mich jetzt im Moment noch mal ein bisschen
zurück. Ich versuche, das gerecht zu machen. Ich habe jetzt im Moment 4 Meldungen. Wie ist das, Frau Müller-Elschner? Gehen wir mit dem Mikro dann dahin? Ja. Zunächst mal bitte der Herr in der Mitte mit, genau, der den Arm hebt. Dann habe ich, ja, gut. Wenn das Bauwerk fertig ist, wie lange wird die Inbetriebnahme dauern, bis Sie sagen können, jetzt funktioniert es? Zweite Frage, wie hoch wird der Energieverbrauch sein? Und dritte Frage, was ist der Unterschied zum CERN in der Schweiz? Gut. Vielleicht die ersten beiden Fragen kann ich beantworten. Den Unterschied, Difference to CERN, ist Mr. Gibellinos Area. Also wir haben, das Commissioning ist natürlich ein vorausgeplanter Prozess. Solche Anlagen nimmt man nicht in Betrieb, indem man sagt, so, ich habe jetzt alles installiert, ich drücke auf ein Knöpfchen und dann ist alles in Betrieb. Sondern das ist ein strukturierter Prozess, wo die Anlage in kleine Abschnitte und Systeme unterteilt wird und diese geprüft und nach in Betrieb genommen werden. Das ist auf der einen Seite natürlich die technische Gebäudeausrüstung, Klima, Gebäudeautomation, Heizung, Lüftung, alles, was man so braucht. Und das zweite Element ist die Beschleunigeranlage mit den Systemen selbst. Beides wird parallel erfolgen und das ist ein Prozess, der, sag ich mal, 1 bis 2 Jahre dauert, von den kleinen Schritten bis hin, dass das ganze System dann in Betrieb ist. Das ist der Plan, den wir dort haben. Um so etwas effizient und vernünftig zu machen, haben wir bereits jetzt neben einem Installationsteam ein Commissioning-Team gebildet, was genau diese Vorausplanungen macht, wie man das bei solchen großen Anlagen tut, und dann schrittweise eben mit kleinen Gruppen erst und dann mit immer größeren Gruppen in die Inbetriebnahme geht. Das Zweite ist der Energieverbrauch. Der Energieverbrauch hängt natürlich wesentlich an der Art, wie die Anlage gefahren wird. Habe ich ein vollumfassendes, vollumfängliches Experimentprogramm oder habe ich Teile? Also die Fahrweise der Anlage ist entscheidend. Und wir gehen für große Experimentprogramme von etwa 70 Megawatt aus, die wir dort für diese Anlage als Versorgung brauchen werden. Bitte? Wir hängen am öffentlichen Stromnetz. Das heißt, die Energie kommt von dem Netzwerkbetreiber, wo immer er sie herholt. Okay. Okay, still on? Ja. CERN is the reference laboratory in the world for high particle physics. They go and look at smaller and smaller and smaller details for which they need higher and higher and higher energies. And if you think of looking at the universe with that, you are looking at the period of time close to the Big Bang. What we do is to go to higher and higher intensities, and we look at complex systems. So we look at the stars, we look at supernovae, the various processes in the history of the universe. And also we have then a very broad program that includes a lot of biophysical applications. I gave you a couple of examples, but there's a whole very large program which goes from immunology to interventions on the heart, from nanomaterials, and all of these things require the high intensity nuclear beams that we produce. That is a very different type. That is not better or worse, one or the other. They are very different. It's like when you look at the rockets to send satellites. You have rockets that are designed to send satellites very far in the universe. Others, which bring heavy satellites that we need to observe the Earth from lower. These are, to
different types of activities that provide us different understanding. Why I worked for many, many years at CERN. That was my laboratory for many years. I was leading one of the four big experiments at the Large Hadron Collider. Why did I come to FAIR? Because I find extremely fascinating the broad range of understanding of different things that we can do there. We can really address many fundamental questions on nature and on technology. So this is so one is a very focused, very high, very beautiful, but very focused, very narrow at very high energies. Ours is a broad field with lots of things that can be are extremely fascinating. So they are two very different approaches to science. Ich habe Sie nicht übersehen, kommen gleich dran. Hier war eine Wortmeldung. Ja, bitte, Sie sind jetzt dran. Und dann die Dame neben dem, ja. Ich habe während meines Studiums in Berkeley die Teilchenbeschleuniger in, ich nehme sie ab, nicht? Ich habe während meines Studiums in Berkeley die Teilchenbeschleuniger in Berkeley und auch in Stanford kennengelernt. I'm one of those boring mathematicians, by the way. Und habe mich eigentlich sehr beeindruckt gezeigt davon, dass die Bevölkerung, die Locals halt, so sehr hinter dem Projekt standen. Dieses Projekt war sehr verankert, auch emotional, nicht nur on-campus, sondern auch off-campus. Jeder Taxifahrer konnte Ihnen was erzählen in Berkeley. Wir haben auch dort den lokalen Bäcker gehabt, der Ihnen eine Kurzvariante erzählen konnte, vielleicht ähnlich Ihrem Vortrag. Es war einfach so, dass die Verankerung sehr stark war. Planen Sie das in Darmstadt auch oder ist das dort schon so? Ich weiß es nicht. Yes, yes, yes. Okay, we decide who is answering. Also ich fange mal an. Okay, you start and then I continue. Das Tolle ist, in Darmstadt haben wir näher ran, bitte. Das sehr Schöne ist, dass wir in Darmstadt eine außerordentlich gute Unterstützung haben von der Bevölkerung. Das ist aber etwas, was dank der langjährigen Arbeit der GSI ist, durch Öffentlichkeitsarbeit, durch viele Veranstaltungen, auch was Frau Göbel jetzt zum Beispiel tut. Es ist wichtig, dass die Menschen verstehen, was dort gemacht wird. Es gibt Sommerveranstaltungen, Wissenschaft für alle, wo Menschen eingeladen. Corona ist natürlich gerade da nicht förderlich. Das können wir nicht tun. Es wird online gemacht. Sie können also online die GSI besuchen zu bestimmten Terminen und auch Wissenschaft für alle online erleben. Aber wichtig ist, diese Kommunikation zu führen und damit auch öffentlich zu machen, was wir tun und so die Unterstützung zu bekommen. Und da sind wir sehr froh darüber, dass das so ist. I think that you touched a very important point. It is extremely important to communicate to the people what is going on. Also because it affects their everyday life. I mean, probably one of the most emotional moments I had since I have arrived at GSI is that I received a little note in which a person was saying, look, I wanted to let you know that my daughter will have her confirmation soon. And I'm writing to you as director of GSI because I was one of the first patients treated for cancer in your laboratory. And this daughter that will now have the... She was actually pregnant when she went to be treated. So the problem was, how do you do it without affecting the baby? And so say this kid, which now will have the confirmation, would not be there if it wasn't for your laboratory. So you were not there at the time, but I would still like to let you know that I'm grateful to the laboratory for this. So we actually have had an impact directly on the lives of people. And I think this is fantastic. This for me, that was the most beautiful thing I could do as the director. It is true that we have a lot to learn from our American colleagues. I mean, I was a student in Berkeley also. In 1981, maybe we were you there at that time? Sorry.
In 1981, I was a student in Berkeley. I don't know if that matches. I'm quite a bit older than you, so probably you were not there yet. But I was a student and up and down the Bay Area in different places. And they have an extraordinary ability to communicate, and we have to learn. And this is her job, this to communicate to people what we are doing, because it is really fascinating. So, and in some sense, it's important also that the public knows why all this is happening. And so, yes, I see your point. Bitte, die Dame so ziemlich so in der hinteren Mitte. Ja, vielen Dank erstmal für diese wirklich spannenden Vorträge. Ich habe zwei Fachverständnisfragen und eine neugierige Frage. Die letzten müssen Sie nicht beantworten, nur wenn Sie wollen. Sie haben ja ein sehr großes internationales Konsortium über die ganze Welt. Wie funktioniert das? Wie muss man sich das vorstellen bei der Formulierung der Aufgabenstellung? Also wie suchen Sie, stehen die schon fest oder suchen die sich, Sie die sich irgendwie aus? Und wie oder haben Sie unter dieser Corona-Epidemie, Pandemie zu leiden in Bezug auf die Lieferketten, also die Schlagzeilen in unseren Zeitungen immer, die Lieferketten. Das wären so meine Fachfragen. Und dann die Neugierige, die mich beschäftigt, wenn ich was von Astrophysik höre und dem Universum. Glauben Sie an Gott? I try the first two questions on the technical part. Also erstmal, was ich vorhin sagte in einer Folie, das Management so eines komplexen Konstruktes ist sehr aufwendig und erfordert viel Zeit und Energie und Kommunikation. Und das funktioniert natürlich erstmal dadurch, dass wir strukturierte Gremiensitzungen haben, die wir zweimal pro Jahr haben, vorrangig im Juli und im Dezember, wo die internationalen Shareholder dort mit ihren Vertretern für das Projekt zusammenkommen und wir berichten als Geschäftsführung, wo wir stehen, wo wir Unterstützung brauchen, wo es Herausforderungen gibt und unsere Lösungswege dazu. Und das ist sehr gut über Jahre eingespielt. Und dort wird auch natürlich sehr informell und sehr intensiv darüber gesprochen, wie die nächsten Schritte aussehen der Realisierung. Und jetzt gehen wir auf das zweite Thema, was Sie haben, Lieferketten. Ja, das ist eine Herausforderung. Auch darüber wird jetzt aktuell sehr gesprochen. Jeder sieht aktuell, dass es in bestimmten Bereichen auch für Grundstoffe bestimmte Themen gibt. Und wir sprechen mit allen Shareholdern und mit den Instituten, wo habt ihr Probleme? Wie kann man die durch Fokussierung auf die wichtigen Komponenten vielleicht so lenken, dass der terminliche Einfluss begrenzt werden kann? Oder wo müssen wir auch umdenken, weil wir feststellen, es gibt im Bereich Kupfer, im Bereich metallische Werkstoffe, im Bereich Halbleiter, das sind ja alles Sachen, mit denen wir jede Menge zu tun haben, Schwierigkeiten. Und das versuchen wir zu managen. Und da läuft eine enorme Anstrengung. Es hat auch wie in Deutschland ja Stillstände im letzten Jahr gegeben. Also in Novosibirsk war über Wochen lang die Werkstatt nicht funktionsfähig. Genauso wie auch in Italien, genauso wie in Deutschland. Das ist ja jedem bekannt. Das führt natürlich dazu, dass Lieferketten unterbrochen werden und auch Fertigungsprozesse nicht so effizient laufen oder gerade zum Halten kommen. Auch heute haben wir noch Fertigungsprozesse. Wir sind ja durch diese Phase Pandemie noch nicht durch, wo wir noch nicht auf dem Vorniveau der Fertigung sind. Und das versuchen wir zu managen und möglichst dann auch unseren Terminplan, wie ich vorhin sagte, zu erreichen. Aber das bleibt erstens herausfordernd, zweitens, das bleibt auch fragil. Da müssen wir realistisch sein, weil die nächsten Monate sind ja auch noch nicht so sicher, dass man sagen kann, es ist alles stabil. And maybe one more comment on this. When then one talks about the experiments are actually spontaneous aggregations
of people who have a common goal, who want to do something together. There is no contract. There is no obligation. Yet the sense of a common goal is so strong that people, although there's always, you know, issues, you fight, you have a different, still work together for many, many years. Any of these experiments require 10, 15, 20 years of preparation. And people still work together for all the time, and because they have a common goal, and they will find ways to take decisions and so on, even though they have different opinions, and they have to always find a consensus of some sort. And they are not bound by any regulation. It's just a question of honor in some sense. But the Berkeley physicists will use the Berkeley resources, money from the Department of Energy. The Heidelberg physicists will use money from the Verbundforschung program and his own university, and so on. And they put these resources together spontaneously. Every morning they could just walk away and do something else. But they don't, because they have a common objective. And that is what drives the whole thing. The cases of people walking away from something are very, very rare. They happen, but they are extremely rare. Mostly people say, I will do this, and they do it, even if it takes 20 years. I mean, my previous project at CERN started in 1989, and we saw first the data in 2010. It took me 21 years to get there. And it's okay. We were 1,000 people, and we were working together anyway, even if it took 21 years. And at FAIR, it's the same. Believing in God. That's an interesting question. Let me first answer in more general terms. If you look at the physics community, of all the people that we have around, you will find essentially all possible relationships with the transcendent. I have colleagues which are monks, which every evening go back to their monastery, that are Buddhist, that are Hinduist, that are of all possible confessions of Christianism. And many which don't believe in anything, many which believe in a certain transcendence which does not associate with a specific church. This does not ever become an issue in the work which is done, because people believe that science is, in the end, facts, numbers, verifiable results. And it is not an ideology. It is, I measure something, and that is a number, and that has a meaning because it's a number. And I'm a good scientist if I can tell what is the number and what is the precision of my measurement. These are the two things which make mine a good measurement. Does not mean that I have infinite precision. It means that I know what the precision is, what is the limit of what I'm doing. And this will never be. This is the difficult question for a scientist when you ask, can you guarantee that this cannot happen? The scientist will always tell you, no, I cannot, because there's always a small probability that something happens. Yet, then, it becomes a very personal thing what one or the other has as a personal relation to God, to or to a God. I do believe that we are, I was saying at the very beginning, what is our fulfillment is in creation. And in some sense, we were told that we have been created in the image of God, and in some sense we are in the image of God when we are creators, when we embody this essence of divinity. Die Astrophysikerinnen. Ich bin sehr viel konkreter. Je mehr ich über das Universum wusste und je mehr ich dann wusste, wie viel ich nicht weiß, desto mehr, oder sage ich 100% nein. Für mich ist es in den Himmel schauen so unfassbar schön. Ich bin also wirklich sehr romantisch. Wenn Sie jetzt mal
Finden Sie das Sternbild Orion? Die linke obere Schulter ist ja ein roter Riesenstern. Vielleicht schauen Sie sich den nochmal an, der sieht auch rötlich aus im Vergleich zu den anderen. Und all diese Dinge im Universum, wie diesen Stern, gucke ich an und denke mir, ah ja, der macht gerade Kohlenstoff. Und ja, und die, alles, was ich mir im Universum angucke, sozusagen, habe ich die Modelle und die Ideen, was gerade passiert. Und dann bleibt kein Platz mehr. Und es bleibt für diese ganzen Fragen, die noch offen sind, die sind aber okay und wir versuchen, die zu beantworten. Das wird noch dauern. Das wird sehr, sehr lange dauern. Vielleicht kann man manche Fragen nie beantworten. Aber ich finde es für mich sehr viel zufriedenstellender, so rauszugucken und sagen, ah ja, guck, ein roter Riese. Ja, kurz noch eine Frage. Das FAIR trägt ja das Antiproton im Namen. Was ist da so besonders dran? Was will man da wissen und warum gibt man da so viel Geld aus? Oh, Antimatter is a fantastic laboratory. You can use antimatter to understand. Everything around us is made of atoms. The atoms are made of a nucleus, which is made of protons and neutrons, and electrons. All the masses in the protons and neutrons. Understanding how would the structures of protons and neutrons and of the other so-called hadrons is of fundamental importance for our understanding of the of nature. The best possible tool to do that is to take an antiproton and the proton and you annihilate, and then from that little bubble of energy you can produce anything. And that is the perfect little laboratory for our understanding of the structure of atoms. And that will be done in that up there. Can it see? Yeah, in this ring up here, which has been the accelerator has been built by the Forschungszentrum Jülich, and which will use the, so you have the beam here, you create the antiprotons, and then you collect them into this so-called collector ring, and then you pass them to this ring, and then you circulate, and then you collide them with protons, and you have a perfectly clean instrument to study the strong interactions. But then you can also, this of course is lower the energy and then pass them over to the rings that we have in the other side, and that is a whole other aspect of our, that is really to understand how antimatter behaves. So you can use it in two ways. One way is an instrument to understand hadrons, the other directly to understand how antimatter behaves. And that you would do if you have them at even lower energy, then you can create antimatter atoms, and there's a whole line of our understanding. You know, the universe and our relation to antimatter is really fascinating and surprising. Every fundamental interaction can transform, you know, E equals mc squared, we all know this whole formula by Einstein, we can turn energy into matter. Fine. All processes we have will always make as much matter as antimatter. You can never produce net matter. You make an electron, you make a positron. You make a proton, you make an antiproton. There's always a pair. Then you look around. I mean, this is all matter, that's all matter, that's all matter. Where's the antimatter? How come that all processes we know make as much matter as antimatter, but then when we look around ourselves, it's all matter? Where did the antimatter go? How come that in the universe there's so little of it? There are some ideas, but there's a lot to be understood to find out why there is in the end a very different behavior for matter and antimatter, although fundamental interactions are the same. Sorry, I get too long. Noch, meine Damen und Herren, sind wir ganz gut in der Zeit. Wir haben die 90 Minuten zwar überschritten,
Aber wir könnten jetzt so langsam richtig zum Ende kommen und den Rest des Abends, so gut es die Umstände der Pandemie erlauben, noch genießen. Das heißt, ich hätte noch eine Frage, die kann ich aber auch verschieben. Wenn hier noch eine Frage aus dem Publikum wäre, würde ich die gerne noch entgegennehmen und dann würde ich sagen, wir runden die Geschichte ab. Ist noch eine Frage aus dem Plenum? Das scheint nicht der Fall. Dann erlaube ich mir eine Frage, ob es nun die richtige ist für den Schluss, sei dahingestellt. Aber wir haben ja ohne dies offene Prozesse und da ist das nicht so wichtig. Wir haben jedes Jahr in der Nobelpreiswoche auch die Verleihung des Physik-Nobelpreises. Meistens bekommt es eine Forscherin, ein Forscher oder drei, so meistens Amerikaner, aber nicht immer. Kurzum, es werden durch den Nobelpreis natürlich nobilitiert individuelle geniale Leistungen oder solche, die von der Jury, die dafür zuständig ist, als geniale oder bahnbrechende Leistung angesehen werden. Nun sind bei Ihnen, jetzt reden wir mal von CERN. CERN ist mittlerweile eine Kleinstadt, Mittelstadt von Forschern und Forscherinnen. Sie reden im Konzept von FAIR von etwa 3000 Kolleginnen und Kollegen, die an FAIR, und ich rede jetzt vor allem wissenschaftlich arbeiten, ich rede nicht von Verwaltung und sowas. Das heißt, ich sehe einen gewissen Widerspruch zwischen dem Forschergenie und einer Art Ameisenstaat der Wissenschaft. So, sehen Sie diesen Widerspruch? Also wir haben riesige Forschungseinrichtungen, deren Sinn und Zweck haben Sie uns heute Abend wunderbar angedeutet, erläutert. Und wir haben andererseits das Genie, sozusagen den Post-Einstein, den Post-Galileo. Wie ist das Verhältnis zwischen Massenforschung, also Massenforschung im Sinne von ganz viele Forscher auf der ganzen Welt und dem singulären Brain? This is a beautiful question, which does not have an easy answer, because the development of the research is very complicated. And it is always a marriage of both, of the genius idea that breaks all paradigms and opens a new wave, but also of extremely valuable individual contributions that come together to make, think of a medieval cathedral. Yeah. If you were the artist who made a beautiful gargoyle, yeah, you were very happy to do it. And you were very satisfied. It doesn't matter that your name would not be known by most people. You still had made a beautiful thing that comes harmoniously together with all the rest and finally creates the cathedral. But you also had sometimes the person that had a particular idea that changed the game. And they both continuously come in. What is interesting is that you have also to change the parameters by which you judge people. Today, to look at the list of publications of a scientist doesn't tell you anything. Yeah. You look at very different things. You look first and foremost at the opinion of their peers. When I was leading ALICE, there were more than 1,000 scientists. I could tell you,
I knew exactly who were, especially among the young ones, those who were making a difference. And let me give you a specific example. There is a type of fellowship that is one of the most prestigious that one possibly can have for young people that is done in high energy physics. And the committee which gives these fellowships, they give a dozen, and they have hundreds of applications, and this committee is made of 15 people, I think. And they always work with the same method. Each one of them ranks these hundreds of people independently. Then they sit together, and those who have been selected by all 15 get it immediately, and then they discuss the other cases. In fact, out of a dozen, 10 are always in all 15 lists. So that tells you how easy in reality is to identify those who actually make a difference. But you have to go beyond a list of publications. You have to put the time to really look at what the person has done personally, what has been. And you still have, even today, with a thousand of people and so on and so forth, suddenly one which has a fantastic idea that changes what everybody else is doing. Okay. And sometimes a very young person. I mean, Vielen Dank. Ich denke, dass der wissenschaftliche Direktor von FAIR das letzte Wort haben soll. Das hatte er. Ich danke für die vielen Worte zuvor von allen drei unserer Gästen. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, dass diejenigen, die uns gefolgt sind und hoffentlich auch dabei geblieben sind, zu Hause an den Bildschirmen oder noch spät im Büro, am Computer oder wo auch immer, dass sie einen ertragreichen, lehrreichen, anregenden Abend haben. FAIR selbst ist, was seine Öffentlichkeitsarbeit anbelangt, sehr freigebig. Sie finden bei YouTube eine ganze Menge an Videos, Erklärvideos, Showvideos, Drohnenvideos und so weiter. Also für die Nachbereitung steht Ihnen alle Welt offen. Vielen Dank.